Jo, was geht? Neues Video heute mit Stefan. Wir beide werden heute einen schönen Tag im Park verbringen. Ich freue mich auf den schönen Tag im Park. Sieht das nicht schön aus? Beautiful, ja. Wahnsinn. Spaß beiseite, heute erster Tag im Schwimmbad. Freibad in Vilsbiburg hat schon offen. Wir wollten eigentlich mit den Jungs Fußball spielen gehen, allerdings haben die uns ein bisschen stehen lassen. Die Jungs gehen scheinbar ohne uns Fußball spielen. So weit vorne sind die schon. Finde ich ziemlich unverschämt, dass die auf den älteren Mitbürger nicht Rücksicht nehmen. Ich rede von Stefan. Wie alle wissen, bin ich ja nicht mehr der Jüngste, nicht mehr der Schnellste. Nicht so schnell wie ich. Ach guck, der Stefan kann noch Saltos. So, Stefan und ich haben uns rangepirscht. Wir wollen uns jetzt den Ball zurückerobern. Das ist ziemlich frech von den Jungs, dass die uns hier so außen vorlassen. Wir wollen doch auch nur Spaß haben. Ja, aber die Jungs haben ohne uns Spaß. Also Stefan, ich komme von der anderen Seite, lenk sie ab und du schießt den Ball dann weg. Jungs, hallo. Hi. Sag mal hallo. Hallo. Und, wie gefällt's euch hier? Stefan! Stefan, ja! Ja, Stefan! Wenn wir keinen Spaß haben, können die auch keinen Spaß haben. Clean! Hey, hey, warte mal, Sascha! Alle haben sich ausgetobt, alle sind aufgewärmt. Jetzt können wir loslegen. Der Fußballplatz ist frei. Jetzt gibt es eine kleine Lattenschieß-Challenge. Ich persönlich spiele sehr gern Fußball. Ich hoffe, die Jungs auch. Wenn nicht, Pech, weil das machen wir jetzt. Jo, was geht? Wir spielen jetzt Fußball. Wir spielen Lattenschießen. Ganz einfaches Reglement. Jeder darf dreimal schießen. Sollte er nicht treffen, wird er abgeschossen. Wenn getroffen wird, werden wir die Distanz erhöhen und ab geht's. Schuss Nummer 1 von der Torlinie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schritte. 8 Schritte von der Torlinie. Zock fängt an. Let's go. Das war nix. 1A. Timmy als nächstes. Ui. Da sehe ich schon den Profivertrag reinflattern. Du bist schon mal safe für die nächste Runde. Sascha, jetzt zeig mal, ob der zählt oder nicht. Der zählt! Bene. Ui, vielleicht beim nächsten Mal. Auf geht's, Reinhard. Sagen, das war Absicht, weil ich Timmy abschießen wollte. Wir sind schon in der zweiten Runde. Zock, dein zweiter Versuch. Oh, 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 oh. Einen hat er noch, einen hat er noch. Auch Leon, Versuch Nummer 2. Ah, besser als der erste auf jeden Fall. Mit Gainer, Stefan, das sehe ich von hier. Mit Gainer, der geht. Oh! Was? Oh! Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Bene, Versuch Nummer 2. Ah, knapp. So oder so ähnlich sollte es ausschauen. Ich glaube, das liegt wirklich am Timmy. Letzte Runde. Also jetzt gilt's. Oh. Ich sag's, wie es ist. Da hat wohl jemand keinen Bock auf das Spiel. Ui. Leon, streng dich mal jetzt richtig an. Ich muss einfach einen Backflip dazu machen. Ich glaube, das ist der Plan. Das kann ja dann gar nicht schief gehen. Das kann ja dann gar nicht schief gehen. Also ihr beide, ihr versteht euch, oder? Schaut sehr angenehm aus da drüben. Sieht gar nicht gut aus. Da ist er wieder. Weiter geht's. Bene, auch für dich der letzte Versuch. Bitte schieß nicht wieder komplett drüber wie die anderen. Oh. Ja. Arme Fuß, Alter. Der war ja so schlecht. Ja! Oh! Ich brauch den Druck, da geht einiges. Ich bin nochmal haarscharf am Arschbolzen. Vorbeigedriftet. Richtig, vorbeigedriftet, jetzt geht's los. Wir machen hier kombiniertes Arschbolzen. Die Jungs stellen sich zusammen. Tob dich aus, Sascha. Oh, nee. Er hat ihm einfach die Gedärme rausgeschossen. Ja, in der Tat. Auf wen hast du es abgesehen? Ich weiß nicht, einfach treffen, das ist das Wichtigste. Hauptsache Vollgas. Oh, nein. Oh, Stefan ist schon in der nächsten Runde angekommen. Oh Mann, ist das enttäuschend, hey. Die nächste Entfernung, 3 Schritte weiter oder mehr, ich weiß es nicht. Schade, leider. Oh. Wenn das so weitergeht, dann ist das Bad zu, bevor wir überhaupt das machen. Leon, das ist deine Time to Shine. Alter, Leon, du bist richtig gut, Mann. Danke. Wir haben uns jetzt aus zeittechnischen Gründen entschieden, die Seite zu wechseln. Geschossen wird von hier. Von den Blümchen ist dieselbe Distanz wie auf der anderen Seite. Zum Glück sind wir auf die andere Seite gegangen, denn hier ist es deutlich einfacher und schneller, den Ball wieder zu holen. Ich zeige jetzt mal den Jungs, wie man zumindest nicht drüber schießt. Pass auf. Flacher.
Ja. Oh. Ah, knapp. Der zählt nicht. Ja. Oh, fast schon wieder. Ui. Der Druck ist enorm. Timmy ist leider raus. Nein, das zählt nicht! Stefan, jetzt geht's um alles oder nichts. Komm, sehen wir den Flip oder nicht? Ja, auf jeden Fall, es hilft ja nichts. Ohne Flip habe ich noch gar nicht getroffen, mit Flip zumindest einmal. Ist ein Argument. Oh! Ja! Oh, Junge! Was? Was ist das? Wie krass war das bitte? Das war anders krass, da fehlen mir die Worte. Jungs, bitte auf die Linie. Weil wir jetzt schon Runde 2 haben, heißt, jeder von uns darf zweimal schießen. Die Jungs haben sich super platziert, ich leg gleich los. Seid ihr ready? Ja! Also gut. Boah! Und, wie hat's getan? Er war in Ordnung. Ah! Ich würde dich immer mal fahren. Komm, bin ich da und schon sowas, gell? Wir spielen jetzt das Finale aus. Stefan gegen mich, ich gegen Stefan. Ja. Wir spielen jetzt so lange, bis einer trifft. Der Gewinner darf dann allen dreimal draufschießen. Hätten die Leute das gewusst, dass wir die Regeln so spontan entscheiden und dann so negativ gegen die anderen auslegen, hätten sie wahrscheinlich nicht mitgespielt. Aber... It is what it is. Oh, du fängst an. Nein! Oh, knapp. Stefan, du hast die Chance, diese ganze Misere zu beenden. Was kommt jetzt? Kommt wieder ein Gainer? Kommt mal kein Salto oder gleich ein Kork? Ich hab's bisher einmal erst ohne Salto probiert, daneben geschossen und dann mit Salto getroffen. Also, deshalb bleibe ich mir treu. Alles klar, let's go. Oh! Verdienter Sieger. Jubel! 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 Die Moral von der Geschichte. Als Sieger hat man es am besten. Oh. Oh. Da musste er mir noch mal richtig reindrücken, dass er gewonnen hat. War ja klar. Oh. Oh. Ich muss sagen, hat Spaß gemacht. Jungs, wie fandet ihr es? Ganz toll. Oh, nice. Mega. Wenn euch das kleine Fußballspiel gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Lasst uns auch gerne in den Kommentaren wissen, sollen wir so Sachen öfter mal machen. Ja, jetzt geht's tatsächlich auch mal ins Wasser. Da ist er, der schöne Turm. Wir starten gleich unsere erste Session mit einem kleinen GoPro-Edit. Die Jungs sind motiviert und ready. Wir legen los, haut rein. Auftakt-Session muss ich sagen. Ich bin noch nicht so viel gesprungen, deswegen werde ich jetzt zum Schluss noch ein bisschen mal schauen, was so geht. Ich werde mich langsam steigern, nehme euch ein bisschen so mit. Mit was soll man anfangen, Stefan? Mit einem Full Half. Sehr schön. Vom Knie her ging es Federn ganz gut. Leider habe ich verfedert. Super knapp an der Kante gewesen, aber der Trick hat funktioniert. Jetzt gibt es einen Full Rudi, ich hänge eine Schraube dran. Schauen wir. Und für Feder vielleicht nicht. Vielleicht. Ich bin nicht so zufrieden. Technisch ist es für mich sehr schwer, den Full schnell zu springen, dass ich Zeit für die Twists habe. Das ist alles sehr schleppend, ziehend, deswegen Full Randy keine Option gerade. Die Schraube mehr, glaube ich, ist gerade nicht so eine gute Idee. Deswegen werde ich jetzt Rudi-Haarer machen, eventuell Randy-Haarer. Mal schauen, wie die so gehen. Ich bin beim Federn so gut rausgekommen, da dachte ich mir, ein Grab ist schon noch mit drin. Hat super funktioniert, jetzt der Randy aber eine Schraube mehr, aber ohne Grab. Da wäre ein Grab noch drin gewesen.
könnte sein, ja. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Bedenken, ob ich tacken kann. Knie ranziehen könnte schmerzhaft werden, vor allem auf der Seite hier mit der Verletzung. Deswegen möchte ich mich langsam rantasten, machen Triples, noch keinen Quad-Triples. Dreifach Seite oder halbe Schraube, schauen mal, wie gut und ob der geht. War ganz gut, hat nicht wehgetan. Sehr, sehr happy, dass mein Knie das mitmacht, die Belastung. Getackt geht er ganz gut. Jetzt schauen wir mal, ob er gebückt, also in der Hechte auch so gut geht. Orientierungstechnisch hätte er schon besser sein können. Bin nicht schön rein, bin ich in einer gescheiten Bombe gelandet, aber alles in allem war's gut. Und irgendwie habe ich heute einen guten Tag, deswegen denke ich mir, erste Session, probieren wir den Quad halbe. Vierfach vorwärts halbe Schrauben. Lassen. Zum Wiederanfangen und reinkommen. Wow! Ja, Mann! Was sagen wir dazu, Alter? Es hat alles gepasst. Absprung, ich habe gemerkt, ich bin so hoch, der muss rumgehen. Ich würde sagen, ein guter Abschluss des Videos, was da ist. Kann man mal machen. Lasst einen Daumen hoch für den Quadriffis da. Ist echt so, lass ein bisschen Liebe da. Vielleicht, oder mit ziemlicher Sicherheit, gibt es jetzt wieder krasse Tricks. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Stefan, Jubel, Fußball-Sieger und Sieger der Herzen. Der allerechte Stefan, er ist back. Kuss, kuss. Shoutout an alle Jungs hier, auch an den da. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen hoch da, schreibt das in die Kommentare. Abonniert, falls ihr noch nicht habt, und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!